Jo, Leute. Ich habe mir mal kurz Gedanken gemacht, über was man sich eigentlich täglich aufregen muss, wenn es mal nicht YouTube und ein paar Kanäle sind. Zum einen gäbe es da die Leute, die immer über die Straße laufen, obwohl 10 Meter weit eine Ampel ist. Auch ein klarer Favorit sind die Leute, die einen an der Kasse ansprechen und dann den halben Lebenslauf erzählen. Wohlgemerkt kennt man diese Menschen, wo dann zu 99% Alki sind, nicht. Aber der Paukenschlager schlechthin dieser Kategorie ist natürlich Facebook. Egal ob man will oder nicht, dort findet man die ekelhaftesten, nennen wir sie mal Menschen, überhaupt. Und nein, ich bin nicht so ein Datenkrieger, dem irgendwas nicht passt, oder ein Allgemeinkritiker aller, wer bei Facebook angemeldet ist, ist sowieso behindert. Klar, wenn man nur 5 Freunde an der Hand abzählen kann, ist Facebook eigentlich unnötig. Wenn man jedoch schon, sagen wir, mehr als 25 reale Freunde hat, sollte man sich denken können, dass Facebook ganz nützlich sein kann. Sprüche wie, aber seine Freunde trifft man im Real Life und nicht in Facebook, können eigentlich nur von Harzer stammen. Denn ich persönlich schaffe es bei einer 40-Stunden-Woche nicht, mit jedem einzelnen Freund dauerhaft in Kontakt zu bleiben. Ihr etwa? Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Was für Mongos bei Facebook rumlaufen, die man auf der Stelle erschießen sollte, um sie von ihrem unerkannten Leid der Überbehindigkeit des dritten Stadiums in Schamlosismus zu erlösen. Es geht um diese Facebook-Seiten mit Sätzen oder Zitaten, die, wie ich schon mal erwähnt habe, sowieso total sinnlos sind. Mein Paradebeispiel war, na wenn das mal der Obama wüsste, in der 5. Bewertung, wo es auch um seinen Kanal Armer Entertainer ging. Falls ihr euch das Video anschauen wollt bzw. sehen wollt, wie ihr dem Typen massenhaft Kohle in die Vagina schiebt, ohne es zu wissen, dann klickt nun auf die Anmerkung im Video. Auch für dieses Thema wäre die Seite wieder ein super Beispiel. Aber seit der Bewertung hat sich sogar was getan und wer hätte das gedacht? Noch mehr ins Negative. Denn jetzt postet, ich zitiere einen Kommentar aus dem anderen Video, Psycho Andreas, nur noch diese Juckscheiße Reflinks und die geben ihm natürlich schön Cash. Was mich wiederum dazu bewegt, nicht auf diese Links zu klicken. Wenigstens sind die gefällt mir der Statusnachrichten dadurch nicht mehr so hoch und die Pfeife verliert an Aufmerksamkeit. Aber keine Angst, wir haben leider noch genug andere Beispiele. Eine Schlampe mit Ausschnitt bekommt 1000 gefällt mir. Und ein krebskrankes Kind, das lächelt? Wie verdammt ekelhaft kann man sein, mit so einem Status Klicks einfahren zu wollen? Lieber mache ich mich auf Facebook über Nutten lustig, als die Nutte dann gegenüber einem krebskranken Kind zu stellen. Dieses krebskranke Kind wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht wissen, dass es mit diesem Bild auf dieser Facebook-Seite ist, um für viele Likes zu sorgen. Und selbst wenn es das wissen würde, es würde anfangen zum Kotzen. Vielmehr rege ich mich ja über die 100.000 Leute auf, die dann noch gefällt mir drücken, weil sie meinen, ja wenn ich nicht gefällt mir drücke, bin ich ja ein ach so schlechter Mensch. Klar kommen da manchen ein Zwiespalt der Gefühle und dieser wird eiskalt von dem Seitenbetreiber ausgenutzt, aber dann sollte man die Scheiße nicht noch unterstützen. Wenn die Seite vom kranken Kind persönlich ist, dann ist das absolut verständlich. Aber so ist es einfach nur zum Kotzen. Dieselbe Seite, das nächste Bild. Like, wenn du ihm die Waffe wegnehmen würdest. Ja nein! Jeder würde sagen, los, drück ab! Welcher Hirni würde dem Kind nicht die Knarre wegnehmen? Meine Fresse, man sieht ein Kind, ich gehe mal von der dritten Welt aus, das weint und sich eine Knarre an den Kopf hält. Und dann folgt von einem Spaß, der das Kind weder kennt noch sonst was, eine Aussage, die man gar nicht anfechten muss. Diese Scheiße gibt es in 1000 Varianten, wie man hier sieht. Warum klicken da Leute auf gefällt mir? Ich kann es mir nur durch das Wort Selbstkomplexe erklären. Man muss sich selbst beweisen, dass man nicht absolut behindert und zurückgeblieben ist und macht sich selbst eine Freude, indem man was erkennt oder kapiert, was eigentlich absolut offensichtlich ist. Wenn man aber mal genauer nachdenken würde, würde man kapieren, dass es absolut sinnlos ist. Dem krebskranken Kind hilft euer Gefällt mir auch nicht weiter. Klar ist es schön, dass es trotzdem lächeln kann, aber dass dieses Lächeln dann missbraucht wird, um Klicks zu erzielen, ist einfach nur abartig. Falls ihr euch fragt, warum machen Leute sowas? Dann kann man das nur durch das menschliche Verlangen nach mehr beantworten. Eine Seite hat schon 50.000 Likes und will noch mehr. Was macht die Seite? Sie geht wortwörtlich über Leichen. Denn mit einem mitleiderregenden Bild klicken viele auf Gefällt mir. Dadurch wird das Bild automatisch weitergeteilt, denn wenn eine Person Gefällt mir drückt, sehen das auch Freunde in den Neuigkeiten, ohne Fan von der Seite zu sein. Ich will euch ja kein schlechtes Gewissen einreden, aber durch ein Gefällt mir macht ihr das Ganze nicht besser, sondern hilft dem ganzen Missbrauch sogar noch. Ah ja, schlechtes Gewissen, da scheinen die Seitenbesitzer mit diesen Nachrichten wohl nicht zu besitzen. Wie seht ihr das?